Aha. Hallo zusammen. Es kam die Frage auf, wie man ein Hauptmenü erstellt für sein Spiel. Und das habe ich hier mal testweise kurz umgesetzt. Im Hauptmenü sieht man also auch eine schöne Szene im Hintergrund. Man hat einen Quit-Button, wenn man da drüber geht, macht es einen Sound, und einen Start-Button, da macht es auch einen Sound, wenn man da drüber geht. Wenn man Quit drückt, kommt man halt wieder raus. Das Spiel würde sich jetzt schließen. In dem Fall kommen wir einfach zurück in die ganz normale Blender-Umgebung. Und wenn ich auf Start drücke, Blender Game Engine started. Kommen wir Zombie Once Brain activated. In unsere Spielszene, und die funktioniert auch ganz normal, wie wir die vorher schon fertig gemacht hatten. Da habe ich also nichts mehr ändern müssen. Man kann das Menü demnach also auch hinterher einfügen. Und dann kann der Zombie auch essen gehen. So, soviel dazu. Und ich zeige euch jetzt, wie man so ein Hauptmenü erstellt. Ja, bevor wir jetzt das Menü basteln, basteln wir erstmal unsere Szene, unsere Spielszene, die dann hinterher erscheinen soll, wenn Spiel gestartet wurde. Den Würfel schmeiße ich einfach mal raus und stattdessen packen wir den allseits beliebten Blender-Affenschädel hier rein. Und wenn das Spiel gestartet ist, soll es dann halt so aussehen. Das reicht für unsere Zwecke aus. Ich benenne die Szene hier um in Game, damit wir die gleich gut wiederfinden. Dann fügen wir eine neue Szene hinzu und kopieren die Settings, damit wir nicht wieder alles neu einstellen müssen. In dieser neuen Szene füge ich jetzt eine Kamera ein. Wenn die Kamera ausgewählt ist, drückt ihr auf Alt-R, dann guckt die genau nach unten. Dann fahren wir die ein bisschen weiter hoch und können schon unsere Buttons positionieren. Ich weiß, dass ich jetzt auch Import Images as Planes machen könnte, mache ich trotzdem nicht. Nur falls das wieder aufkommen sollte. Das hier wird unser Start-Button. Dem vergebe ich jetzt ein Material. Im Material können wir die Transparenz schon mal nach unten stellen, denn ich habe hier zwei transparente PNGs oder PNGs mit transparentem Hintergrund vorbereitet, die wir gleich da drauf spannen werden. So, Image, dann einmal UV Map, machen wir das Ganze Alpha anschalten. Und ja, jetzt dürfte es eigentlich schon ausreichen, damit wir das Bild da drauf packen können. Einmal den Start-Button. Und jetzt müssen wir das Bild natürlich noch ausrichten. Dafür rufen wir das einmal hier auf, gehen in den Bearbeitungsmodus mit Tab. Und unwrappen das mal. Project from View Bounce dürfte da eigentlich hinkommen. Und weil das hier ein bisschen höher ist, skalieren wir das noch ein bisschen runter, damit das links nicht so verzerrt aussieht. So, in der Game Engine sieht es dann so aus, genauso wie wir das eigentlich haben wollen. Wenn man jetzt eine Szene im Hintergrund vorbereitet hat, dann wird der ein oder andere merken, dass das Start Game jetzt irgendwie ein bisschen transparent trotzdem ist und man im Hintergrund noch die Spielszene sehen kann. Da sollte man hier vorne bei Alpha den Haken bei Use noch setzen, dann ist das nicht mehr so. Okay, das war der Start-Button. Start-Button, ich kopiere den vorher mal. Könnten wir jetzt auch vorher schon... Ne, wir bereiten den jetzt erstmal vor, dass der schon mal funktioniert. Dafür gehen wir in die Game Logic, wechseln in unsere zweite Szene. Die nennen wir jetzt auch Menu, also Menü. Dann einmal ranzoomen und jetzt kommen wir dazu, die Logic Bricks zu vergeben. Als erstes brauchen wir einen Maussensor, Left Button, und dann noch einen Maussensor, den machen wir Mouse Over. Das sind die, die wir brauchen werden. Zuerst vergeben wir den Sound, der kommt, wenn man mit der Maus da drüber geht. Ich nehme jetzt mal irgendeinen. Keine Ahnung, ob der jetzt passt oder nicht. Das ist mir ehrlich gesagt auch ziemlich egal. Checken wir mal, wie der sich anhört. Ja, das passt schon mal. Also Play End auch eingestellt, sehr gut. Dann wollen wir ja, dass, wenn man auch noch linke Maustaste auf dem Button drückt, dass man in die andere Szene kommt. Dafür fügt ihr hier hinten einmal Scene ein, stellt hier um auf Set Scene und wählt dann Game.
dann schaltet auf diese Szene um. Und zwar, wenn der linke Button gedrückt wird. Jetzt entsteht dadurch noch ein kleines Problem. Wenn man den linken Button drückt, wird zwar die Szene angesteuert, aber es ist im Moment noch egal, wo man drücken würde. Man kann auch rundherum drücken. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen gehen wir auch nochmal von hier nach darüber. Und das bedeutet, dieser End-Controller wird nur Set Scene Game ausführen, wenn man mit der Maus over der Plane ist und der linke Button gedrückt wird. Und funktioniert soweit. Ich gehe mal in diese Ansicht hier rein. Ja, wir treffen den Button zwar dank des Sounds, aber ihr seht schon, das Problem ist, dass wir den Mauszeiger nicht sehen. Das lösen wir jetzt per Skript. Ihr fügt also ein neues Skript hinzu. Das nennen wir jetzt Mouse On. Und sagen hier dann Import Rasterizer. Und darunter dann Rasterizer.showMouse, Klammer auf 1. Ja, dann können wir auch schon das Maus wieder aus Skript anlegen zusätzlich. Einfach nochmal auf Plus hier. Das nennen wir Maus off. Fügen dann den Kram von gerade ein, sagen dann Show Maus 0. Weil wenn wir im Spiel drin sind, wollen wir die Maus ja wieder ausschalten. Jetzt müssen wir das Skript Maus on ausführen. Das machen wir einfach über die Kamera im Menü. Ich wähle die aus, rechte Maustaste drauf. Dann Always, Python. Einmal hier rüberziehen und dann das Maus-On-Skript. Wenn wir jetzt reingehen, seht ihr schon, der Mauszeiger ist sichtbar. Ich gehe ins Spiel rüber. Er ist immer noch da, weil da in der anderen Szene müssen wir jetzt das Maus-Off-Skript ansteuern. Wechselt in die andere Szene. Bauen wir auch in die Kamera rein. Always, Python, Maus-Off und verbinden. Wenn wir jetzt vom Menü ausgehen, Start Game und die Maus ist weg. Das Spiel kann losgehen. Das war der erste Button. Den duplizieren wir jetzt einfach mal und machen daraus den Quit-Button. Gehe dafür ins Material, mache daraus ein neues Material, dann die Textur, auch einmal Plus, neue Textur. Jetzt können wir die nämlich einfach auswechseln gegen den Quit-Button. Einmal hier rüber und jetzt werden wir auch hier die UV-Map kurz ausrichten. Quit-Game. Project from View Bounce. Huch, habe ich die noch nicht geändert? Ne, hier unten ist noch. Ja, doch, ist doch richtig. Quit. Mal schauen, was jetzt falsch gelaufen ist. Quit ist ja eigentlich korrekt. Übernehmen tut das hier schon. Komischerweise zeigt er hier immer noch Start Game an. Das sind so die kleinen Tücken. Fragt mich nicht, woran das jetzt liegt. So, jetzt hat das auf jeden Fall. Ja, wenn da jemand einen Tipp hat, warum das immer nicht so ganz rund läuft, wie man sich das vorstellt, schreibt gerne mal einen Kommentar dazu. Ganz so viel Erfahrung habe ich da drin auch noch nicht. Okay, das ist der Quit-Button. Machen beide Geräusche, das ist klasse. Quit-Game soll jetzt natürlich nicht die Game-Szene starten, deswegen schmeißen wir das hier unten weg, sondern packen stattdessen Game hier rein, verbinden das wieder damit und sagen dann Quit-Game. Jetzt können wir einmal das Spiel starten und über den Quit-Button das Spiel beenden. Da kommen wir in dem Fall hier einfach in die normale Blender-Umgebung zurück, wie vorhin schon in dem Beispiel gesehen. Normalerweise, wenn es ein exportierte Exe wäre, die würde sich dann schließen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen und wir sehen uns im nächsten Tutorial. Treatment! Tutorials!